Da wären wir im normalen Schedule. Es geht weiter mit MyGM. Das letzte Jahr, die große Simulation, können wir uns den Titel holen, ohne auch nur ein einziges Spiel zu spielen. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil ich das noch nie probiert habe, weil ich es stellenweise auch zu langweilig finde, halt überhaupt nicht zu spielen. Privat habe ich das mal vor 2 Jahren oder sowas probiert. Aber ob es da geklappt hat, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, er ist noch verletzt und er wird auch noch 1-2 Monate verletzt bleiben. Das, ja. Wird sich jetzt auch so schnell nicht ändern. Also, trotz allem ist unser Team natürlich nicht schlecht. Wir müssen nur sehen, wie wir uns jetzt aufstellen. Also McConnell auf der 1, das ist ja schon mal, das ist okay. 28, Shepard ist noch jung, der kann 36 abreißen. Malkmus ist auch. Oh. Seth bleibt mein 6. Mann, daran wird sich nichts ändern. Weil er vom Scoring her einfach der Stärkste ist. Vielleicht sogar stärker als die Starting 5. Zumindest vom Perimeter. Dann hole ich mir Iggy rein. Ah. Lol. Wollen wir den her? Ach so, ja, weil wir ja den Kader auffüllen mussten. Roberson mit am Start. Gibt schlechtere Optionen, oder? Eigentlich. Aber wenn der hier die gleichen Werte hat wie in der Realität vom Dreier her, dann wird mir ein bisschen schlecht. Okay, also Seth bleibt auf jeden Fall unser Backup. Daran wird sich nichts ändern. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Dann natürlich Point Guard technisch. Ja, aber Garic wird seine Chance bekommen, jetzt am Anfang. Das war mir aber schon bewusst. Dadurch, dass ich Harris ja dann gekickt habe in die Free Agency. Solange hier unser Starting 5-Point Guard nicht fit ist. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Dann können wir mal sehen, wie groß das Potenzial tatsächlich ist. Jetzt muss ich bloß gucken. Machen wir es so. Roberson bekommt keine Minuten. Zumindest aktueller Stand nicht. 28, 30, 28, 8, 32. Das passt. Das passt nicht, dann machen wir 12. Theis als. Warum würde er Theis spielen lassen als Backup? Theis ist halt in der Defense nicht schlecht. Theis ist halt so ein Kämpfer. Aber Theis ist halt kein Scorer. Und wenn es jetzt wirklich darum geht, hier nicht großartig rumzuprobieren und sonst irgendwas, dann muss ich leider sagen, dass ich Theis lieber draußen lasse. Oh. Dem kann ich jetzt noch Minuten draufpacken. 10 Minuten habe ich noch. Also Aiden bekommt noch ein paar Minütchen, Malkmus auch. Paul George will ich jetzt am Anfang erstmal nicht so viel spielen lassen. Ja, warum nicht mal? Probieren wir es mal so. Probieren wir es mal so. Diese Aufstellung ist nicht zu 100% das, was ich wollte. Allerdings, wir sehen es. Wir sind eigentlich wirklich gut aufgestellt. Stellt euch mal vor, da wäre jetzt noch Irving drinnen. Dann wäre unsere Starting 5. Kann man absolut nichts sagen. Alle über 80 und 3 Stück nahe der 90. Dann hast du Seth als 6. Mann. Dann hättest du McConnell als Assistgeber von draußen. Iguodala als Elite-Verteidiger. Holmes als Kämpfer, Rebounder und stellenweise auch Scorer aus dem Low-Post, High-Post, wie auch immer. Und dann hast du noch Subac mit einer 80. Das ist schon alles okay. Aufstellung, Leistungsfaktor schraube ich jetzt erstmal runter. Banktiefe. Erste Scoring Option. In dem Fall
bleibt es Paul George. Dann natürlich Shepard? Achso, weil Shepard unten ausgewählt ist. Shepard. Und ja, machen wir Malkmus. Werfer freispielen. Mach ich mal zum Korb ziehen. Würfe nach Belieben. Offensiv draufgehen. Zone sichern. Körperliche Defense spielen. Und am eigenen Korb Druck machen. Ich probiere mal ein bisschen was anderes als in der letzten Saison. Wir werden gleich sehen, ob es funktioniert. So. Erster Gegner. Die Washington Wizards. Ja, machen wir Scouting-Abteilung. Pressevertrauen steigt natürlich. Unser Scout ist, glaube ich, die Position, die wir am ehesten verkraften können, wenn da die Moral ein klein wenig nach unten geht. Und das erste Viertel kriegen wir erstmal schön auf den Sack. Boah, das ist halt wirklich, ich darf ja nicht eingreifen. Wir verlieren das erste Spiel mit einem Punkt Unterschied. Gute Geschichte. Paul George mit 23, Shepard mit 21, Holmes mit 15,7. Das ist bärenstark für nur 15 Minuten. Malkmus ist okay. Seth, boah, heute nicht so. Iggy, Subac, Aidner. Na, holt da natürlich 14 Rebounds. Auf der anderen Seite, was war da los? John Wall, Porter, Bamba, Beal, Hield, Clark, Rozier. Oh, die haben gar kein schlechtes Team. Es war halt, wie gesagt, nur ein Punkt Unterschied. Kings. Da können wir jetzt sogar durchzünden, weil wir ja nicht eingreifen. Aber das wird der erste Sieg. Shepard mit 23, Paul George mit 22, Aidner 17, 16, 10. Das sieht gut aus. Hier aber auch, ehrlich gesagt, ganz gut. LeBron James natürlich fast ein Triple-Double, wie so oft. Hill. Nee, also vom Scoring her, das war nicht schlecht. Oh. Dann Pelicans. Machen wir einmal bis zum Datum simulieren. Niederlage. Oh, Seth hat sich verletzt. Gute Geschichte. Not. Tja, dann hier bekommst du deine Chance. Auch wenn ich davon ehrlich gesagt nicht angetan bin. Wer weiß allerdings, was es für Überraschungen in dieser Saison gibt. Ach so, Training. Training muss ich noch anpassen. Die können jetzt am Anfang sehr niedrig. Die können am Anfang jetzt echt mal ranklotzen, ne? Oh, Golden State machen wir wieder mit Simcast. Globale Spieltaktik verwenden, ne? Golden State. Ja. Also gewinnen wir sehr souverän. Fast ein Blowout, kann man sagen, ne? Paul George überragend. Aiden mit einem Double-Double. Malkmus Shepard. Ah, die ersten vier. Das reicht. Kein High-Scoring-Game. Alleine, weil Golden State nur auf 90 kommt. Thompson, Stephen, Green, Horford. Horford haben sie sich mit dazu geholt. Okay, auch interessante Konstellation. Dann zweimal gegen die Grizzlies. Ich glaube, da können wir entspannt simulieren. Sieg. Ah, das muss ein Back-to-Back-Win werden. Alles andere ist nicht akzeptabel. Nee, da bleibst du jetzt erstmal noch draußen. Ich schaue mir jetzt gleich mal nach dem zweiten Spiel gegen die Grizzlies an, was denn unser Roberson so veranstaltet. Ah, Niederlage. Okay, alles klar, du kommst wieder rein. Danke fürs Gespräch. Das geht natürlich nicht. Ja, hier auch direkt Zeit komplett runtergeschraubt. Also wieder rein mit dir. Naja, 3-3, das ist bis jetzt nicht ganz so geil, ehrlich gesagt.
Dann hier können wir wieder mit Simcas gegen Bostner. Auch weil Kevin Durant dort spielt, wenn ich nicht falsch informiert bin. Außer sie wurden irgendwie getradet. Wie spielen die denn? Die haben Muschidi mit dran, also aber leider ohne Spielzeit. Tatum, Yabusele, Hayward und Gobert sind wieder zusammen. Diesmal bei den Boston Celtics. Das ist ja auch mal überragend. Okay. Achso. Und von unserer Seite aus. Ja, souverän. Paul George scored. Mike Miss. Na, ich glaube, da muss ich tatsächlich nochmal ganz kurz ein Adjustment vornehmen. Paul George vom Scoring her zu wichtig für uns, als dass wir da... Ah, steht immer noch total auf Rot verletzt. Das ist krass. Es ist, glaube ich, die größte Verletzung, die ich in MyGM jemals hatte, dass jemand so lange ausfällt. Und die Nuggets, oh, die werden richtig zerlegt. Die werden mal richtig zerlegt. Paul George mit 35, Ayton mit 26, Shepard mit 20. Nahe dran am Triple-Double. Mike Miss 14, überragend. Einfach überragend. Barrett mit 22, Schröder mit 15. Schröder bei den Nuggets. Jokic, Double-Double. Wobei ich mir das... Ich könnte mir das sogar vorstellen, ehrlich gesagt. Dann Clippers können wir ganz normal bis zum Datum simulieren. Ich wollte gerade sagen, wir können jetzt nicht gegen die Clippers verlieren. Ja, auch hier können wir bis zum Datum simulieren. Spurs sollten eigentlich kein Problem sein. Ah ja, ich weiß schon, wegen Texas-Duell und bliblablum, dann mach ich einmal so und dann krasse Änderung, alle sind glücklich. Und da gibt's erstmal den nächsten Sieg. So, jetzt langsam kommen wir rein. Zubac hat sich verletzt, starke Geschichte. Thais, it's your turn. Ich habe nämlich keinen dritten Center am Start. Gegen die Jazz und damit, ja, nicht mehr gegen Gobert, nicht mehr gegen Hayward, sondern, ich habe gar keine Ahnung, wer dort spielt, ehrlich gesagt. Wir werden es gleich sehen. Donovan Mitchell ist da jetzt, glaube ich, auch noch nicht am Start. Es wird auf jeden Fall der nächste Sieg. Kevin Durant spielt jetzt bei den Jazz. Black Jackson, Kasparov. Doch, hier, Donovan Mitchell. Wäre natürlich auch eine Option. Donovan Mitchell als Backup-Shooting Guard klingt irgendwie verlockend. Ja, natürlich wird die Siegesserie noch länger anhalten. Was denkt ihr denn? Ich schaue. Ich weiß, dass das sicherlich einige, wahrscheinlich eher alle, feiern würden. Donovan Mitchell. Ich weiß gar nicht. Ich bin eigentlich ehrlich gesagt ziemlich... Ja, der hat natürlich jetzt erst unterschrieben. Die sind verletzt. Also ich kann mir eigentlich ja auch ein... Schauen, ob sie irgendwie Bock auf einen Trade haben, den wir auch anbieten können. Ah, gegen Malkmus. Ja, und ein Erstrundenpick. Das ist zwar eine schöne Geschichte. Und möglicherweise würde ich das sogar machen, wenn wir nächstes Jahr weiterspielen würden. Nee, bei aller Liebe für Donovan Mitchell und bei allem Respekt und sympathischer Kerl. Ich glaube, in der aktuellen Situation wäre das ein bisschen crazy, wenn ich das machen würde. Iggy hat sich erholt. Wo war der verletzt? Nice to know. Gar nicht mitgekriegt.
War vielleicht auch bloß eine kurze Zerrung oder irgendwie sowas. Ey, bitte nicht gegen die Magic. Ey, ihr seid so Pfeifen. Was für ein Low-Scoring-Game. Ey, es ist ja eine absolute Katastrophe. Bagaric auf der vierten Position. Da müssen sich alle anderen hinten dran mal fragen. Oh, Shepard, was war denn das? 0 von 10, 0 von 5. Oh, okay. So, wir machen jetzt mal einen richtig fetten Satz. Milwaukee. Oder auch nicht. Hat sich erholt. Dann kommt er natürlich wieder rein. Na, gar keine Frage. Ja. Ich bin gespannt, was passiert, wenn Kyrie Irving zurückkommt. Also Milwaukee war ein Sieg, das habe ich gerade eben noch so gesehen. Das ist relativ unrelevant, deswegen bam, 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 bam. Trailblazers, genutzt, Blowout. Blowout, da gucken wir jetzt gleich mal rein, weil das waren 133 Punkte, das ist dann doch schon einiges. Das waren zwei große Siege in Folge. Naja, sehr stolz sind wir natürlich, sehr stolz. Hauptsache das Pressevertrauen sinkt. Immer, bei jeder positiven Antwort. Wer ist hier abgegangen? Okay, Paul George legt 43 Punkte auf. Seth bei 18 Minuten 19 Punkte, Mike Miss dahinter. Mit 16. Ja, gut. Da hat einer mal richtig overperformed. Und hier auch Mike Miss und Paul George. Ja, ich sag ja. Also Mike Miss, das wäre, glaube ich, echt dumm gewesen, wenn ich den hergegeben hätte. Ah, knappes Ding gegen die Houston Rockets. Harden mit 24. Oh Gott, und dann wird es halt echt düster. Dann wird's echt düster. Hisonia, nee. Machen wir nicht. Dann wieder gegen die Jazz. Knapper Sieg dieses Mal. Und gegen die Cavs auch ein Sieg. Jetzt langsam läuft's. Jetzt langsam läuft's. Es sind noch alle bei 100. Fast alle bei 100. 100, 100, 100. Ah. Und dann alle so im 90er-Bereich. Das sieht ganz gut aus. Jetzt habe ich circa 5 Wochen. Ja, es werden schon 2-3 Folgen werden, ne? Bis du dann am Ende doch... Außer ich klicke natürlich jetzt ganz unten hin. Lass einfach alles durchsimulieren. Aber dann hast du ja überhaupt kein... Das ist ja dann kein Let's Play, sondern Let's Show. Und die nächste Woche nehmen wir jetzt noch mit, ganz entspannt. Gegen die New York Knicks, das sollte eigentlich kein Problem sein. Paul George, wieder Topscorer. Paul, Ferguson, Hardaway, Porzingis. An Porzingis habe ich gar nicht gedacht. Allerdings, ja, wie hätte ich den traden sollen? Dann gebe ich, Mike Miss ab, dann hole ich mir Donovan Mitchell. Muss dann irgendwie schauen, dass ich Porzingis bekomme. Dafür muss ich dann wieder einen anderen Superstar abgeben. Dann endest du am Ende irgendwie bloß in einem Trading-Karussell. Dann wieder gegen die Grizzlies. Sieht gut aus. Ja. Paul George, wieder Topscorer. Shepard. Aber da musst du halt immer auch sagen, wenn der sich halt verletzt, dann haben wir halt richtig die Arschkarte. Und das ist der 7. Sieg in Folge. Also wir sind gerade eben voll am Durchrasieren. Tabelle. Absolut souverän. Absolut. Auf der anderen Seite die Cavs. Ja gut, mit Baldwin. Jetzt nicht so die Megakunst. Oh, geile Pointkarte. Warum nicht? Dann machen wir noch gegen die Trailblazers. 8. Sieg in Folge, oder? Okay, wisst ihr was? Wir machen es so. Die Folge endet, wenn ich die nächste Niederlage bekomme. Die nächste Niederlage. Okay, Folge geht eine Stunde. Shepard mit 29. Boah, ja.
natürlich, wenn McCollum und Lillard zusammen irgendwie 27 Punkte auflegen. Und dann hier 1 von 6, 2 von 11 from downtown, 4 von 11, 3 von 14. Katastrophe, ey. Komm, ja, schön. Und dann drehen wir mal richtig auf am Ende. Paul George, wie immer, Topscorer. Shepard dahinter. Shepard ist gefühlt, der gibt Gas. Der gibt richtig Gas. Das nächste Double-Double. Malkmus, Double-Double. Subac, Double-Double. Ja. Harden, Oladipo, Capella. Boah, das glaube ich, das könnte ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen. Harden und Oladipo in Kombination. Machen wir den 10. voll gegen meine 76ers. Ja, wir müssen. Wir wollen. Hey, Meister Joe. Ja, zeig deinen Bericht, ja. Geil. Richtig fresh. Garrett, Schulz, Jansen, Forbes, Swift. Sieht gut aus. Dann würde ich sagen, wir machen einfach weiter. Mit denen, die wir sowieso schon gescoutet haben. Ich kann dir übrigens versprechen, also wenn ich hier durch bin, dann werde ich das auch nicht weiterspielen privat. Das ist halt. Ich werde zwar sicherlich eine neue MyGM-Karriere anfangen, auch alleine, dass mal die ganzen Dinger wieder up-to-date sind. Hey, komm, jetzt nicht gegen die 76ers. Booyah, im letzten Viertel mal 13 Punkte weggenommen. So sieht's aus, ey. Und PG und Shepard sind... Ja, das ist, was willst du machen? Was willst du machen gegen meine Scoring-Monster? Drei Leute über 20... Es läuft tatsächlich ziemlich krass. Zerrung rechter Wadenmuskel stellt mich 2 bis 4 Wochen kalt. Seth, starke Leistung. Starke Leistung. Lässt du uns hängen, wenn wir gerade eben den Monsterlauf haben. Finde ich richtig nice von dir. Das kann ja echt nicht sein, dass der... Ja, wisst ihr, das machen wir jetzt tatsächlich mal anders. Ich probier's. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass das Vogelbild in die Hose geht. Das wird jetzt richtig... Wie lang ist denn der eigentlich noch verletzt? Das gibt's doch gar nicht. Der ist klinisch tot gefühlt. Immer noch 6 bis 8 Wochen. Das ist ja... Diese Verletzung ist völlig krank. Diese Verletzung ist echt völlig krank. Wir sind unbesiegbar. Wir sind unbesiegbar. Und deswegen kriegen die Clippers jetzt gleich das nächste Brett. Ohne Wenn und Aber, keine Diskussion, Blowout. Paul George war super zufrieden mit seinen Spielern. Naja. Freut mich, das zu hören. Ich habe jetzt einfach gedrückt, keiner. Ich wusste jetzt nicht mehr, ob Paul George einer ist, der Honig oder die Peitsche braucht. Und der nächste Sieg. Das ist, was ist los? Wir sind gerade voll am... What? Nee. Gegen... Nichts gegen Oklahoma, aber die spielen den hässlichsten Basketball überhaupt. One-Man-Show. Und dann verlieren wir Gegner. Was haben wir da gemacht? Ja, nicht gescored. Das haben wir gemacht. Die Siegesserie reißt gegen Oklahoma. Ihr habt da nichts gesagt, wenn wir dann hier gegen die Cavs verlieren und gegen Baldwin. Oder von mir aus auch gegen Golden State. Aber doch nicht gegen Oklahoma. Ja, gut. Egal, wir stehen bei 19-5. Das ist überragend. Das ist ein guter Weg Richtung Number One Seed. Aber noch viele Spiele zu gehen. Also, wir haben jetzt 24 geschafft. Ja, werden so 2-3 Folgen werden. Und dann mit Playoffs sicherlich noch eine Folge obendrauf. Irgendwie trotz allem ganz cool, mal so einfach durchzusimulieren, mal zu gucken, was passiert denn. Niederlagen, Siege, so ganz kleine Adjustments. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich auch viele so machen. In der Offseason voll Gas geben, Zeit rein investieren und dann einfach die ganze Saison durchsimulieren. Ist eigentlich gar nicht so uncool. Gut, wenn es dir gefallen hat, Däumchen da lassen. Siegesserie von 11 war auf jeden Fall am Start. Danach leider gerissener. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bin raus, dein Max. Ciao.